Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wie man hier im Chat sehen kann, habe ich extrem Schwein gehabt. LOL, drei Igen finden mich nicht im Sumpf. Oh ja. LOL, mein Hund kräht und sie suchen immer noch. Puh, bin abgehauen. Okay, momentan, Moment kurz bitte. So, bin zurück. Sorry, schon wieder Besuch. Immer den größten Besuch. Okay, wir gehen nach Algaros. Niemand ist on, außer Eowyn. Okay. Ja, ich habe leider nicht mehr leveln können, also schon länger nicht mehr Monika leveln können. Der Barbar reicht mir momentan zu leveln. Hier habe ich momentan nicht so Bock. Vor allem, weil der Golem nie kommt. Ich möchte einfach den Golem haben, dass er mal ein bisschen länger ja, bleiben kann. Bald werde ich mal die kleinen Imps ein bisschen hochstufen auf Stufe 5, wenn es geht. Oh, die sind nämlich extrem gut gegen Spiele, weil sie ja den Gegner abhalten, mich anzugreifen. Und nebenbei dann noch richtig starke Zauber, Stunt-Zauber und so. Und dann kann ich abhauen immer wieder. Bis ich Level 60 bin und dann muss ich wahrscheinlich nicht mehr so abhauen. Ja, das Spiel kann schon extrem unfair sein, vor allem für die Gegner. Für die Angreifer. Wow, die sind schon dort oben. Ach, kommt. Was macht die schon wieder? Macht die Invasion? Scheinbar machen die Invasion. Dann gehen wir mal mit. Bisschen Invasion machen. Invasion. Gackschützen, ey. So, wir müssen wieder unser Zeug abziehen. Sonst sehen die uns zu gut. Wir können ja als Faschingsstrauß, also als richtiges farbiges Teil in Schlachten gehen, aber das ist nicht gerade gesund. Sieh hier unten. Eine Steinformation. So, sind die am Sterben oder kommt die durch? Scheinbar kommen sie durch. Ey, wohin geht ihr? Oh, so kann ich gar... Ah, die gehen. Die gehen dort durch den Geheimgang. Können die durch den Geheimgang? Ich gehe mal hier hoch. So. Hä? Also ich check nicht, wo die hinwollen. Die wollen zu meiner Quest. Meine Quest im Eisenreich. Bisschen verbuggt. Das ist der Feueraltar im Eisenreich. Ich weiß nicht, wieso das der Ding wird. Hier angezeigt wird auch. Es bringt uns hier gar nichts. Scheinbar gehen die nach im Imperia-Kessel. Was macht ihr da oben? Scheinbar nicht mehr so gesund. Aber die machen jetzt einfach einen Umweg, damit die Eisen sie nicht abfangen können. Wir werden uns mal hier ein bisschen umschauen. Wenn wir können. Wahrscheinlich sind nicht so viele Eisen online, die hier leveln. Dann ist es gerade gut, dass wir hier auch mal ein bisschen die Gegner erkunden. Bei den fetten Bienen entlang. Dass die noch fliegen können.
Wird man jetzt angegriffen, wenn wir dort zum Haus gehen? Ich hoffe es nicht. Komme da. Da glaub nicht so einfach hin. Kann ich mit denen reden? Ich kann sie angreifen. Er scheint als Sprache eine andere Sprache. Aha. Pipi Langstrumpf. Hey, Pipi Langstrumpf. Viktualer. Irgendwas. Ach. Oh, unser Stab. Hey, Blizzard, das nennt man ein Legendär. Nicht so legendär, wie ihr kreiert. Also bitte. Vor allem, es sind es keine Legendäre mehr, wenn man sie die ganze Zeit findet oder nicht findet. Man muss sie schon finden können. Und auch belohnt werden, wenn man eins findet. Das ist richtig. Richtig cool. Hä? Glühwürmchen. Aha. Ein Mark, ein Fels. Ja, so mitten in der Schlacht. Ah, dort sind zwei Felsen. Also zwei Gesteine. Und wow, ein Magna und ein Fels. Und die anderen so. Verrecken. Sehr brav. Ihr habt extrem erfolgreich eure Truppen beschützt. Anführer der Grünhöll. Ihr seid jetzt mit deinem Orden ausgezeichnet worden. Wow, Fels. Habe ich auch einen Fels? Nö. Ich habe dafür einen Magnonit. Einen Jäger aus unserem Reich. Warte, ich spende den Hammer zum Verkleinern. Wir hatten mal eine extreme Schlacht. Schlacht der Negativen. Die Vespa. Kann man die mal ein bisschen heilen? Ha. Meine Jägerin. Aber die braucht keine Heilung. Bisschen buffen, komm schon. Bisschen buffen. So. Hier hast du noch ein bisschen. So. Noch keine Hingabe, so. Ah, das ist Party gewesen. General. 100%. Was geht ab, Jungs? So, ich weiß nicht, eigentlich sollte Miracle online kommen, der wollte eigentlich
Mal ein bisschen mit mir aufnehmen, aber scheinbar vergisst es immer wieder. Sodele. Hier ist eine ganze Menge los. Ach ja, die Gegner gesagt, ich soll die Herb-Binde mal ein bisschen aufwecken. Dann... Ach komm schon. Das ist blöd, wenn man... Dieser Bug ist nicht gerade gut. Komm, jetzt kann ich nicht mal wieder aufs auf Ding. Auf den Grigi. So, ein bisschen schreien. Und hier drüben auch mal ein bisschen. So. Bisschen nerven. Da hat einer einen Ignis Panther. Hey, du, falsches Reit hier. Falsches Reich. Also gehen wir halt ein bisschen leveln, bis er kommt. Und dann wechseln wir zum Barbaren. Hier könnte man leveln, aber es ist nicht gerade. Ja, eigentlich schon. Wenn die Ork-Captain hier ein bisschen mehr zusammen wären. Aber wir müssen sowieso um Ding. Wir müssen Level-Skillung nehmen. Mit Heilung kommen wir nicht viel weit. Könnten eigentlich schon die Gegner besiegen, aber nur mit viel, viel Mana. Bis man endlich einen besiegt hat. Was für ein Stein. Was seid ihr? Ein Stein in einer orangen Kugel. So, Deli. Jetzt noch Reira. Unersprichliches Wort. Reira. Gott, oh Gott. Ich sage einfach nur Rei. Fertig. Die haben immer so Syrtis-Pferde, weil sie schwarz sind, oder Panther, weil sie schwarz sind. Huh, Black Man. Sie wollen alle Black Man sein. Und der hat hier eine Warmaster-Rüstung, glaube ich, oder so. Oh nein, das ist ein Kostüm. Oh, das ist doch eine Warmaster-Rüstung, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Kostüm. Man könnte mal nachschauen. Kleidung. Ja, Albtraumkostüm. Scheinbar das. Zurücksetzen. So. Blub, 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 blub. Was macht magische Rüstung? Widerstand gegen Magieschaden. Cocktail. Jetzt hier Mana Pool. Und Opferung. Hier noch ein paar. Ja, machen wir Stabskills. Vor allem das hier und Kampfmagie. Jetzt haben wir noch 11. Imps. Und hier Selbstheilung reicht. So, Dele. Dann haben wir hier noch ein paar zu machen.
You dude. Dämon. Leiche. Imp. Selbstheilung. Arkanbeschleunigung muss noch hier hin. Sodele. Sonst ehrgeizige Opferung. Und Feuersbrunst. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin sollen. Wo gibt es eigentlich noch gute Gegner? Also ich weiß nicht. Ah, wir gehen zu den Orks, die hier unten sind. Weil dort nicht gegnerische Jäger immer auf uns lauern. Und meinen, sie könnten mich Level killen. Damit habe ich auch den Level Killer Killer. Das Pardon zu den Level Killer. Und die haben dann keine Chance mehr. Aber den muss ich dann mal hoch tun, wenn wir richtig eine Community sind und schön zusammen spielen können. Bridget Jones, also die Ice, wird mich mal ein bisschen leveln mit den Barbaren. Und dann ja, schauen wir, wie weit sie schafft. Also am Morgen. Also ich werde wahrscheinlich schon um 7:30 online sein, wahrscheinlich sie noch nicht so früh. Mal schauen. Sie hat nämlich morgen frei. Oder vor allem am Morgen frei und dann wird sie mich ein bisschen leveln. Mit der Heilerin und Golem. Und ich klopp dann drauf und so. So, Dele, was sind jetzt die ersten Oxy? Hier ist ein Ork, aber kann ich nicht ein bisschen mehr Orks haben? Ja, zwei reicht schon. Kurz Party noch beenden. So. Ach komm, weg da. Ich schieb alles zugrunde. Auf Grund und Boden. Nein, falsche Taste. Die 4, okay. Angreifen. Ja, komm, klopp. Wow, 47 Goldmünzen, wir sind reich. Oh mein Gott. Nicht nach dem Essen aufnehmen. Da hat man die größten Matten geschwürt. Also Rülpser. Halbe Rülpser. Viel zu viel Gas im Magen. Hier hast du mal einen Käferschwamm. Ja, wie langsam castest du? Wieder mal sehr nett, wenn man die so cast, die Gegner draufhauen lassen, nur weil man so scheiße castet. Ach komm, irgendwas bitte. Nen Käfer. Ja, cast einfach mal rückwärts. Ah, endlich paar Orks. Ach komm.
bisschen kloppen. Kloppen wir ein bisschen. Ja, schon weg. Na komm du. Leich. Mr. Leich. Oh Gott. Geiles Teil. Da kommen die einfach irgendwo wieder und spawnen. Crates und quer leveln. Bekommen wir keine Items. Topaz, ja klar. Wieso habe ich kleines Löwenfell? Habe ich auch keinen Löwen getötet. Aber wahrscheinlich von der, wo ich beschützt habe. Genau. Weil wenn man sie beschützt mit allen und so und sie kloppt an Gegner, bekommen wir auch einen Anteil Loot, obwohl wir den Gegner nie angefasst haben. Und deshalb haben wir dieses Löwenfell bekommen. Oh, ein schönes Löwenfell zum Schlafen. Kann man drauf schlafen. So, hier unten haben wir noch ein paar Orks. Einen Ork sehe ich gerade. Ist nicht der gute. Wir haben einen akuten Orkmangel. Was wollen wir tun? Was können wir tun? Wir gehen Schana TP am Herbbind. Aha. Wir bekommen einfach nichts Gescheites. Ah, ich hoffe, mit dem Barbaren können wir schneller leveln. Schneller Items suchen. Das ist ja wirklich langweilig. Ja, okay, werden wir auf den Barbaren wechseln. Kurze Unterbrechung. Bin gleich wieder da, dann mit dem Barbaren. So, zurück. Jetzt mit dem Barbaren. Und wir gehen questen. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Ja, ebenso auf Level 12 werdet ihr mir wahrscheinlich das letzte Mal sehen. Dann wird eben ein bisschen gelevelt. Ich hoffe, wir... Also ich erreiche viele Level. So ungefähr 20 will ich schon haben. ja. Wir müssen nach Fischgel. Südstrand. Nach Ulleren Aschim müssen wir. Und große grüne Wespen töten, die sind da drüben. Ja. Dann geht's eigentlich im Sommer vor. Ashanarit gehen sie. Müssten irgendwo da sein. Die haben zwei Relikte, eins von uns noch. Ja, da greifen wir schon an. Und die Eisenpennen irgendwie. Oh, wahrscheinlich haben sie aber in die Imperia verloren. Weil das Relikt ist noch nicht da. Schauen wir mal die Items an.
Ah, das ist ein Drachenset. Sieht mal geil aus. Für Magier. Eine Drachenrüstung. Großen Neprit. Na nur weil du Items verschenkt hast. Dafür schenk keine Items. Lol. Dann nehme ich mal ein bestes Item. Den. Bestes Item. Das ist mein bestes Item. Mit minus 3. Das ist unvorstellbar stark. Ein Eve-Bogen. Was ist Eve? Eferias. Karo. Wir haben voll den Schrott dabei. Ja, der Stab ist wahrscheinlich noch am besten. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Breitschwert plus 20. Und jetzt? 40 ist 48. Starks viel stärker. Oh, hier haben wir noch einen zweihändigen Partisanenspeer. Und die 51 Magneten. So, Dille. Gehen wir zuerst. Ja, die grünen Wespen töten. Haben wir noch Platz? Ja, über die Hälfte haben wir noch, können wir noch an Gewicht stauen. So, eigentlich sollten das die Grünen... Aber wir müssen die Großen nehmen. Wo sind die Großen? Hä? Ich suche die Großen. Ah, die müssten auch hier unten sein. Ja, hier ist der zum Beispiel eins. Okay. Okay. Angriff. Ich fühle mich so schwach. Nur einen zweihändigen Kriegskolben bekommen. Schauen wir gleich mal. Boah, macht der Damage, habt ihr das gesehen? 1005 bis 130. Und Ausbrechgeschwindigkeit, aber Trefferchance minus. Das ist mal geil, mega geil. Spezialattacke. Wow. Irgendwie nicht getroffen. Kann das sein? Oh mein Gott, so viel töten. Das mag ich nicht. Kein Bock drauf. Später wird es leichter, wenn wir Gegner one-hitten oder so. Aber momentan noch nicht. Ah ja, die Items, die ich geschenkt bekommen habe, sind noch im Lager drinnen. Ja, das ist eine grüne Wespe, aber die töten wir auch kurz. Und ein geschnitzter Stab des Feuers. Puh, nice. Aber solange es nicht so viele Spieler, ja, von meinen Let's Plays online sind und so, bewahre ich nicht so viele Items auf, nur die besten, also die grünen und die lilanen und die orangen. Weil sonst habe ich dann einen riesen Inventar voll, bis die ersten mal Bock haben. Das ist nicht gerade sehr bequem für den Barbaren, auch wenn er ein starker ist. So eine schaffen wir noch, bevor wir heilen müssen.
1659. Die spinnt. Also der spinnt, das ist ein Pombeer. Ich verstehe nicht, wieso als man Item umwandelt. Ja, damit man Ferias Ewebogen bekommt. Wenn, dann wandle ich ein richtig gutes Item, also das richtig gute bekommt dann einen richtig guten Skin, eben wenn ihr einen schlechten Skin habt, dann ja. Aber wie teuer ist das eigentlich? Können wir gleich mal schauen, bis wir regeneriert sind. Aufwertung. Verschmelzung Gegenstände. 4000 für eine Verschmelzung. Mann, ist das Abzocke. Gott, oh Gott. Ist denn das möglich, so eine Abzockfirma? Gott, oh Gott. Für was verlangen die so viel? Es wird ja sowieso fast nie verkauft. Die sollen lieber weniger hohe Preise dafür viele Verkäufe erzielen. Aber nein, so eine extreme Abzocke. Schrecklich. Noch zwei. Cool, cool. Hier hast du nochmal eine Spezialattacke. Hopp. 128, ja, immerhin doppelt. Aber mich nerven einfach die großen, langen Cast-Dauers. Wenn man so einen Angriff ausführt, hat man eigentlich schon zwei normale Angriffe, die stärker sind, ausgeführt. Und ich mache ja schon normal so viel Schaden. Oh Gott, völlig unnötig irgendwie. Ein Seich. Ein großer Seich. Komm, Reittier, ich will in den Südstrand. Bisschen zündeln. So. Machen wir noch den Südstand, hoffentlich ist es nicht viel. Sonst machen wir das einfach das nächste Mal. Weil ich möchte jetzt eigentlich nur eine Aufnahme aufnehmen. Ich könnte morgen das Training noch ein bisschen aufnehmen. Genau. Ja, da gehen wir jetzt kurz in den Südstand, schauen, was wir killen müssen. Und dann geht es morgen weiter mit dem Leveln. Ich muss sowieso noch ein bisschen Minecraft aufnehmen. Aber das mache ich dann später. Wenn es mir ein bisschen besser geht nach dem Essen. Voll fettes Zeugs gegessen, das schlägt auf den Magen. Und hat dann auch ein bisschen auf die Redegewandtheit. muss man immer wieder so ein bisschen schlucken und ein bisschen Gas ablassen. 12 Dreizecke, 12 Aquantis und sonst nicht viel. Und 6 Orks töten, die sind auch hier. Okay, ja. Also, das sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss und ja, vergesst nicht zu liken. Dankeschön.